Hallo, hier ist Lenny. Ich möchte euch heute das Buch von Deepak Chopra, das Buch der Geheimnisse, etwas näher bringen. Es ist ja eingeblendet, ihr seht, das hat ein wunderschönes, ansprechendes Cover, ist im Goldmann Verlag erschienen und hat, lass mich mal schauen, um die 400 Seiten. Über den Autor wissen wir, dass er auch ein Arzt ist, und zwar ein Internist und in der Endokrinologie, also Stoffwechsel, glaube ich, tätig. Und in den 1980er Jahren hat er halt gemerkt, dass in der westlichen Medizin halt irgendwie die Seele oder der Geist vom Mensch gar nicht mit einbezogen wird in die Medizin oder in die Therapie, in den ganzen Heilungsprozess. Und er hat sich dann auf die Suche gemacht, eine ganzheitliche Medizin zu finden. Und er fand ihn in dem Grenzbereich zwischen Wissenschaft und Glauben. Und dem widmet er sich halt seitdem mit Erfolg. Und das sieht man halt in seinen Büchern. Zum Beispiel auch die 7 Schlüssel zum Glück. Also er hat schon viele Bücher herausgebracht. Das ist jetzt das erste, was ich von ihm gelesen habe. Und ich muss sagen, er geht relativ schnell zur Sache. Und ja, ich habe gedacht, das geht ein bisschen langsamer voran, aber das Buch der Geheimnisse, denkt man ja, ja, jetzt wird da ziemlich viel gesagt, da kommt ein Geheimnis, Achtung, Achtung, alle mal aufpassen. Aber nein, es geht sofort los. Das Rätsel des Lebens ist wirklich, heißt zum Beispiel das erste Geheimnis oder 4 Wege führen zur Einheit oder Freiheit zähmt den Geist. Der Tod macht das Leben möglich, alles ist reine Essenz. Und in diesen Kapiteln von dem Geheimnis sind auch nochmal ganz, ganz viele Tipps. Also auch nochmal wird alles aufgeschlüsselt, wenn er irgendwie sagt, ja, hast du dich schon mal das und das gefragt oder wie sieht es mit deinen Gefühlen aus, dann geht auf Gefühle ein, wie sie entstehen, wofür sie da sind, wie viel sie einem zu sagen haben oder ob sie überhaupt irgendeine Relevanz haben oder das Gehirn oder das Herz, auf was soll man denn jetzt hören? Und er gibt wirklich auf jeder Seite so gute Tipps. Es ist vielleicht kein Einsteigerbuch, also man sollte schon wissen, worauf man sich einlässt. Deswegen, er kommt gleich zur Sache, das heißt, er erklärt nicht groß, wenn man noch nie was von Spiritualität gehört hat, dann mag es abschreckend sein, weil er auch im wissenschaftlichen Bereich wirklich gleich tief geht und er erklärt schon am Anfang, was gemeint ist, aber wirklich schnell und ja. Also ich würde dieses Buch jedem empfehlen, der mehr wissen möchte von dem Thema, für den Einstieg in dieses Thema, für sich selbst innere Stärke oder das Bewusstsein für sich selbst erstmal zu finden, würde ich die Bücher von Louise Hay empfehlen. Die sind für den Anfang richtig gut. Und es gibt auch noch ein paar deutschsprachige. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ich mach mal ein Foto davon. Ja, also ich finde das Buch sehr toll. Ich habe dem Buch 6 Sterne von 5 gegeben. Ja, es ist einfach sehr toll. Ich werde das sicher noch öfters lesen. Ich habe mir viel notiert und werde das jetzt auch alles in meinen Ordner im PC eintragen. Und ja, ich kann es wirklich nur empfehlen. Tschüss!